Eigentlich wollte ich mit euch über den Fly-by-Wire-Mod 0.6.2 sprechen. Doch es gibt schon wieder ein neues Update. Mehr gibt's in diesem Video. Liebe Community, ich hoffe, euch geht's gut und auf meinem Kanal dreht sich alles über die Flugsimulation. Es gibt Tutorials und News. Wenn du noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du auf Ehrenbruderbasis diesen Kanal abonnierst. Vielen, vielen Dank. Piloten, ich hatte ja gesagt, wir sprechen über den Airbus Fly-by-Wire 0.6.2. Ich wollte nämlich dieses Video mit euch drehen. Zack, mache ich das Tablet auf und es ist schon die Version 0.6.3 verfügbar. Das ist doch übelst geil, oder? Fly-by-Wire Simulations ist der Pionier der Flugsimulation als Freeware-Projekt für den Microsoft Flight Simulator 2020. Sie haben erst angefangen mit dem Asobo A320 zu arbeiten, also zu harmonieren und zu funktionieren, denn du musstest immer die Mod-Version, wie es damals auch bei der Zipo-Mod 737 war, musstest du kopieren und einfügen und somit war der Mod erst aktiv. Jetzt vor kurzem, ich würde sagen ab der Version 0.6.0, ist der Fly-by-Wire-Mod ein eigenständiges Flugzeug. Die Version Stable 0.6.3 hat sich auf jeden Fall richtig gut verbessert. Nochmal, by the way, die Entwicklerversion ist schon am 13. August, also gestern am Freitag, herausgekommen. Bei der Stable 0.6.3 wurde das Standalone Aircraft verbessert sowie EFB, das Electronic Flightback. Des Weiteren habt ihr ja die Integration des EFBs von Simbrief jetzt neu und EFB Ground Handling ist jetzt auch dabei. Ich meine, oh mein Gott, Pilots, es wird einfach ein Study-Level-Aircraft und das alles für lau Freeware zum Saugen. Des Weiteren wurde der Printer verbessert, Custom Electrical Systems wurden auch auf jeden Fall verbessert. Es gibt mal wieder eine schöne APU, die wurde richtig geil simuliert. Das heißt, ihr habt auch richtig den Heat Blur, sage ich mal, die Sounds, die Druckluft, wie die arbeitet, ist alles dabei. Des Neuen auch dabei, der Brake-Fan, Freunde. Also wenn du mal wieder zu doll gebremst hast und die Bremsen overload sind und einfach heiß am Brennen sind, dann kannst du den Brake-Fan einschalten. Das finde ich sehr, sehr gut, dass die daran gearbeitet haben. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel bei der Entwicklerversion werden neue Systeme getestet, Freunde. Dies sorgt dafür, also ihr könnt die Development, also Entwicklerversion, auf jeden Fall runterladen. Ich empfehle euch definitiv den neuen Fly-by-Wire-Mod Installer. Den werde ich euch gerne noch in die Videobeschreibung einfügen, denn ihr könnt zwischen drei Versionen dann switchen. Einmal die experimentelle Version, dann die Entwicklerversion, also wenn dann neue Features zum Beispiel kommen und die Publisher das testen, und die Stable Build. Die Stable Build ist auf jeden Fall die Version, wo ihr auf jeden Fall keine Abstürze haben wird. Und wo es dann auch vielleicht keine Bugs gibt, die noch in der Entwicklerversion getestet werden. Das muss man auf jeden Fall da auch zu sagen. Die Entwicklerversion ist richtig geisteskrank. Es gibt Hydraulics in der eCAM-Page. Es gibt ein Custom Auto Brake. APU Heat Blur ist jetzt richtig hinzugefügt worden. Also da muss ich mich nochmal wieder revidieren, ja. Denn der Heat Blur ist erst bei der Entwicklerversion dabei. Ihr habt wirklich, ich würde sagen, 30, 40 neue Funktionen in der Entwicklerversion. Habt ihr denn den Fly-by-Wire-Mod 0.6.3 auch schon gesaugt und installiert? Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie er ist. Ich wollte euch mal wieder in meinen Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator News darüber natürlich informieren, dass es die Version 0.6.3 gibt. In diesem Sinne, macht es euch gut. Schönes Wochenende. Haut raus, euer JK. Wir bleiben dabei.